innovative Landwirte gewürdigt. Tobias Döhler aus Wildenau erhielt heute den Innovationspreis Vogtländische Landwirtschaft sowie einen Scheck über 2.500 Euro für seine hervorragende Arbeit auf dem Gebiet der Rinderzucht. Weitere Ehrungen erhielten die Jössnitzer Gärtnerei Jörg Elzner für besondere Leistungen in der Aus- und Fortbildung sowie der Vogtländische Bauernmarkt e.V. aus Rotenkirchen als Verein mit besonderen Leistungen für die Region. Über einen Sonderpreis durften sich zudem der Landwirtschaftsbetrieb Stefan Blümel aus Burgstein freuen, sowie die Vogtland Biomühlen GmbH aus Strassberg, die vorwiegend Biogetreide aus der Region verarbeitet. Der Innovationspreis Vogtländische Landwirtschaft ist eine gemeinsame Aktion des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, der VR Bank Hof und dem Absolventenverein der Landwirtschaftlichen Fachschule Plauen e.V. Eine besondere Ehre war der Besuch des Landwirtschaftsministers Thomas Schmidt.